Servus YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Deckprofile auf meinem Kanal und zur zweiten Deckprofile-Woche auf diesem Kanal. Bevor wir das Video starten, würde ich mich natürlich wie immer über einen Kommentar und einen Daumen nach oben zu diesem Video freuen. Und ansonsten vielen Dank für das Abstimmen. Ihr habt entschieden, dass wir mit True Draco starten und dann morgen eben mit den guten Adamantipatoren den Steinbefreiern. Und ich würde sagen, steigen wir direkt mal ein. Wir haben hier heute ausnahmsweise auch Draco mit Extra Deck und Side Deck übrigens, also ist relativ interessant diesmal. Starten mit den Monstern. Dreimal Ignis ist, denke ich, Standard hier drin. Wir wollen halt so wenig Monster wie möglich spielen eigentlich, aber das ist die einzige Karte von den Draco-Monstern, die wir dreimal spielen. Ihn brauchen wir einfach, um unsere Spells zu suchen. Ganz wichtige Karte, das ist die einzige, die wir dreimal spielen, deswegen drei Ignis. Dann zwei Maiden. Wie gesagt, wir wollen nicht mit zu vielen Monstern starten. Und deswegen finde ich es halt wichtig, dass wir die Maiden nicht dreimal spielen. Wir können uns das Ganze halt leider nicht mehr so perfekt suchen wie zu Diagram-Zeiten auf 3. Aber es ist immer noch ganz okay möglich. Das heißt, das Deck hat nicht ganz so viel verloren. Aber wenn man halt mit nur Monstern startet, dann brauche ich euch nicht sagen, was das heißt. Man kann de facto gar nichts machen. Deswegen, ja, zwei Maiden, denke ich dann auch selbsterklärend. Und dann halt noch der eine Dynamite. Kann man natürlich auch überlegen, wenn die Bandis es dann irgendwann zulässt, ihn öfter zu spielen, muss man mal gucken. Keine Ahnung, ob die Karte so schnell wieder runterkommt von der Bandist. Ich glaube, es wäre schon möglich, ihn runterzusetzen. Er würde nicht mehr viel kaputt machen. Mit Masterpiece wäre ich da vorsichtiger. Aber ich glaube eher, den könnte man schon runtersetzen. Dann noch beim Monster das Einzige, was wir noch dreimal spielen. Amano Iwato. Haben wir schon früher in True Draco gesehen. Haben da eine ganze lange Zeit nichts mehr von gehört. Aber mittlerweile finde ich die Karte auch echt wieder gut. Habe ich lange überlegt, ob ich entweder Amano spiele oder den guten Inspector Border. Letztendlich hat sich Amano Iwato im Main Deck durchgesetzt. Und der Inspector Border, der ist halt jetzt im Side-Deck, aber dazu dann später vielleicht nochmal mehr. Und Amano Iwato finde ich sowohl First als auch Second eine wirklich gute Karte, weil man damit seine Draw-Engine safe durchbringt. Das heißt, man normalt ihn, kann dann in Ruhe seine Draw-Engine spielen, ohne dass der Gegner eine Ash wirft. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Und auch wenn der Gegner ein fettes Board hingelegt hat, ist ein Amano auch echt eine gute Normal-Summon. Deswegen dreimal Amano Iwato. Aber wie gesagt, Inspector Border gegen Altergeist zum Beispiel die bessere Karte. Spells, drei Heritage, ist denke ich auch klar. Für die Draw-Engine hier drin wirklich sehr, sehr wichtig, die Karte. Deswegen dreimal Heritage, ist denke ich auch klar, brauche ich nicht so viel zu sagen. Dann dreimal Disciples, der Schüler, ist zum Recyceln der Ressourcen hier drin wichtig. Früher hätte ich die Karte wahrscheinlich auf 2 gespielt, aber da halt Diagram leider nicht mehr auf 3 ist, kann man sie sich halt nicht mehr zu dem perfekten Zeitpunkt suchen, wo man sie braucht, sondern man muss sie einfach hart drawen. Natürlich kann man sie sich mit Ignis irgendwo schon suchen, allerdings wenn man den halt auch nicht hat in der passenden Situation, dann ist das halt eine blöde Sache. Deswegen, ja, ich würde sie dreimal spielen. Dann dreimal kein dunkler Herrscher mehr. Dark Ruler No More. Eine wirklich, wirklich sehr gute Karte für dieses Deck. Gerade wenn man sich überlegt, dass Adamancipator wirklich ein sehr, sehr starkes First on Board hinlegt. Das ist auch ein Deck, was ich in der letzten Deck-Analyse in den Meta-Breakdown wirklich sehr unterschätzt habe. Das ist wirklich wahrscheinlich das beste Deck des Formats, aber da muss man auch nochmal abwarten. Aber es gibt auch noch viele andere Decks, die wirklich starke First on Boards legen können oder auch irgendwelche Locks mit Christia. Was das Deck tatsächlich jetzt nicht betreffen würde, was Christian angeht. Aber auch Orkus zum Beispiel ist ein Deck, was immer wieder wirklich gute First on Boards legen kann. Und deswegen ist, finde ich, kein dunkler Herrscher mehr eine wirklich starke Karte hier drin. Wenn man halt Second geht, kann man damit auch jedes Feld brechen. Deswegen, ja, würde ich auf jeden Fall dreimal spielen hier drinnen. Eine echt gute Karte. Dann Draw Engine. Zweimal Pot of Duality. Warum spiele ich die Karte nur zweimal? Ganz klar, die ist once per turn und ich möchte sie auf gar keinen Fall zweimal auf der Hand sehen. Natürlich, für die Consistency kann man sagen, spiel die doch dreimal, dass du sie überhaupt einmal hast. Natürlich, ja, aber wie gesagt, wenn ich sie zweimal auf der Hand habe, ist es eine tote Karte und das Deck ist Brick-anfällig sowieso schon. Deswegen, ja, zweimal Duality reicht, finde ich, vollkommen aus. Dann zweimal Pot of Desires, spiele ich generell immer nur zweimal, habe ich glaube schon öfter mal erklärt. Ich möchte mit ihm einfach nicht noch in einen dritten Desires oder einen zweiten Desires reinziehen. Passiert bei zwei manchmal schon, da bin ich immer schon ziemlich mad, aber deswegen trotzdem noch eine gute Draw-Card, muss man sich natürlich überlegen. Man hat nicht so viele Ressourcen, viele Karten sind ja drin auf 1, muss man sich immer überlegen, wann man den denn aktivieren möchte. Aber trotzdem bin ich wichtig für die Draw-Power. Und dann noch die letzten beiden Draw-Karten, Upstart. Und Cut of the Mice, die ja auch auf 1 gegangen ist, beide auf 1, die Karten, würde ich auf jeden Fall spielen, wenn es der Platz zulässt. Ich bin hier exakt auf 40 Karten, ansonsten würde ich halt den Upstart auch nicht spielen. Ist halt ein bisschen Deckverdünnung, ist natürlich klar. Und Cut of the Mice sowieso, wenn man sie hat, ist sie meistens richtig Bombe. Außer man startet gerade in diesem Deck mit zu vielen Monstern, dann kann das natürlich auch mal blöd sein. Dann One-Offs, Diagram, ist denke ich klar.
eine Mine, kann man sich überlegen, ob man zwei spielen würde. Allerdings habe ich halt, wie gesagt, hier auf 40 Karten cutten wollen und passend zu den beiden Field Spells ist eine Terraforming. Terraforming würde ich nicht spielen, wenn ich die Mine nicht spiele, weil nur für ein Diagramm weiß ich nicht, ob das so viel Sinn machen würde, weil wenn man Diagramm halt schon hat und dann das Terraforming nachzieht, dann ist es halt eine tote Karte, bin ich kein Fan von. Aber wenn man halt eine von beiden nur hat, dann kann man sich immer noch das passende Gegenstück suchen. Das heißt also, ja, kann jeder auch selber nochmal überlegen. Ich finde es halt so von der Ratio. Gut, dann aber soweit genug erstmal zu dieser Engine und ich würde sagen, gehen wir dann mal rüber zu den Traps. Da spiele ich einmal eine True King's Return. Ist natürlich klar, ist auf 1 die Karte. Öfter können wir sie leider nicht spielen. Dann natürlich noch dreimal Apokalypse. Ist wichtig, um OTKs zu verhindern oder auch um Karten vom Gegner zu schießen. Man kann sich zum Beispiel, wenn man zwei hat, auch eine eigene Apokalypse schießen und ein Monster vom Gegner schießen. Auch eine ganz gute Sache. Ist aber auch Standard hier drin. Floodgates. There Can Be Only One ist die einzige, die wir davon hier drin spielen. Finde ich momentan die stärkste tatsächlich. Gegen Adamancipator ist die Karte wirklich sehr, sehr stark, weil die haben halt nur Monster vom Typ Fels, bis auf wenige, wirklich sehr wenige Ausnahmen noch mit Maschinen. Das heißt, die können hier eigentlich fast gar nicht drumherum spielen, seitdem sie haben ein passendes Out auf der Hand. Deswegen auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und gegen Orkust, die ja jetzt wieder stark werden in Eternity Code, da kommt ja der Gear so raus. Auch die können darum nicht ganz so gut drumherum spielen. Aber die werden wahrscheinlich irgendwelche Main-Deck-Outs spielen dagegen. Aber trotzdem eine sehr, sehr gute Karte, die viele Decks einschränkt. Und dann noch ein Solemn-Package. 3-Strike. Ist, denke ich, klar, brauche ich nicht ganz so viel zu sagen. Finde ich momentan trotzdem eine gute Karte. Könnte man natürlich noch eine andere Floodgate spielen oder auch Crackdown oder irgendwas. Wäre natürlich auch eine Option. Aber 3-Strike brauche ich nichts zu sagen. Und dreimal Solemn-Judgment. Ist, denke ich, auch klar, warum wir die spielen. Die schützen uns vor Evenly. Evenly ist ein großer Feind des Decks. Wenn wir First gehen, kriegten wir oft mal ein Evenly reingedrückt. Ist mir tatsächlich bei Online-Locals neulich schon mal so gegangen. Und ja, deswegen Solemn Judgment aber natürlich auch gegen alles andere extrem stark. Und ja, machen wir dann direkt mal weiter mit dem Side-Deck, würde ich sagen. Fangen wir an, damit das Ganze, wobei, komm, wir machen erstmal das Extra-Deck. Da haben wir hier den Kaliber-Schwertdrache. Das sind generell alles Targets für Waking. Kann man schon mal vorweg sagen. Und dann der eine Bowload, Dragon ist eigentlich auch klar. Und Megaglobe. Das sind die drei Link-Monster, die ich hier als Waking-Target drin spiele. Ist, denke ich, relativ selbsterklärend. Er ist ein Problem für viele Decks. Boral Sword für OTK-Varianten und er, weil wir einfach Platz haben. Letztendlich könnte man auch noch was anderes spielen. Naturia Barkion oder so. Dann bei den Xyz ein Toad und ein Falke. Ist, denke ich, klar. Wie gesagt, beschwörbar sind die hier drin nicht, außer durch Waking. Letzter Krieger, Winder, sind meine beiden normalen Fusionen hier drin. Und dann habe ich im Side-Deck auch noch Super Poly. Deswegen haben wir einige Super Poly-Targets. Drache Stapelia. Dann für die guten Sentiment-Grades den Ignista. Dann einmal Starving Venom. Hungergefusionsdrache ist klar. Und dann noch einmal der gute Schlammdrache des Sumpfes. Generisches Super Poly-Target aktuell. Deswegen, ja, so zu den Super Poly-Targets. Einige Fusionen. Crystal Wing. Dann der glühende Rotdrache, Erzunterwelt Abyss, Nutbeast und Black Rose. Das sind auf jeden Fall auch alles nur Waking Targets. Kann man natürlich auch was anderes nehmen. Wie gesagt, Naturia Barkion wäre da auch eine Option immer. Stattdessen noch habe ich jetzt leider nicht da. Ich habe jetzt erstmal so das genommen, was ich hier zu Hause habe. Und wie gesagt, das sind so ein paar Beispiele, die man nehmen kann. Dann zum Side-Deck. Dreimal Inspector Border, habe ich vorhin schon angesprochen. Kann man alternativ rausborden, wenn man halt keinen Bock auf den Amano Iwato hat oder es halt für das Matchup nicht passt, kann man den halt generisch eben ersetzen. So der Hintergedanke dabei und dann halt angesprochen, dreimal Waking, ist denke ich klar, brauche ich nichts zu sagen zu der Karte und dann noch hier dreimal Super Poly, ist momentan natürlich gegen einige Decks wirklich sehr, sehr stark. Wie sich das dann verhält, wenn Orkus vor allem wieder ein bisschen zurück ins Meta kommt, das werden wir dann mal abwarten müssen, aber ich denke, dass Super Poly nach wie vor eine gute Karte bleiben wird. Dann dreimal Dimensionsbarriere ist natürlich gut gegen Shadol und auch gegen Orkus oder generell alle Decks, die auf irgendwelche Fusions- oder Synchro-Beschwörungen angewiesen sind, zum Beispiel auch Adamancipator. Auch da ist eine Dimensionsbarriere, finde ich, keine schlechte Karte, kann man durchaus überlegen. Allerdings kann man auch überlegen, ob man die Iron Walls wieder auspackt, wenn denn Orkus wieder da ist. Kann man sich vielleicht auch mal überlegen. Und dann natürlich noch dreimal Evenly Matched. Ich würde auch Lightning Storms spielen, habe ich allerdings gerade keine. Die Karte ist mir ein bisschen zu teuer. Deswegen Evenly Matched, aber Evenly Matched tut es in den meisten Fällen auch. Und es ist eine wirklich, wirklich gute Karte. Auch nicht once per Turn. Ich denke, dazu brauche ich auch nicht mehr so viel zu sagen. Und ansonsten habe ich hier noch eine Ergänzung zum Main Deck, die man spielen könnte, wenn man denn will. Und zwar Impermanence. Das wäre vielleicht nur eine Überlegung, dass man zumindest eine kleine Handtrap spielt.
Würde ich vielleicht zweimal reinpacken. Was ich dafür cutten würde, müsste ich mir auch genau anschauen. Vielleicht zwei Solemn Strikes. Vielleicht braucht man die nicht zwingend. Würde ich vielleicht drüber nachdenken. Und ja, soweit soll es das erstmal gewesen sein zu diesem Draco-Deck-Befall. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und ja, morgen geht es dann weiter mit Emancipator. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.